Hier kommt das Gebinde, wird oben drüber geschleust und dann hier, wo das Licht so stark ist, in diesem Tunnel, da sind Kameras drin. Und die geben die Lage der Flasche dem Robby. Der weiß dann, wo die Flasche liegt. Und dann geht er da hin und saugt die Flasche an und packt sie in den Transportbecher, heißt es. Wir sagen Schuhe. Das heißt, der packt es in den Transportbecher und die werden dann befüllt. Dann erst immer, wenn, passiert auch ab und zu, dass er, wenn er jetzt eine Flasche auf der anderen liegt, dass er verwackelt. Da kann es passieren, dass er einen Transportbecher nicht bestückt. Und der wird dann, genau, der wird dann einfach hier wieder eingeschleust. Ja, das heißt, er merkt dann, okay, da ist eine Flasche drin, die wird weitergefahren und die ohne Flasche kommt hier wieder rüber und wird wieder im Reißverschlussverfahren wieder integriert. So läuft es. Also hier, wir bestücken der Flasche. Für jedes Gebinde, für jede Flasche habe ich einen eigenen Schuh. Pro Artikel, also pro Flasche habe ich 100 Schuhe. Und dann quasi mit der Fräsung für die spezielle Flasche. Jetzt sind es 750 ml, habe ich diese Fräsung und da passt die genau rein. Und dann gibt es 500 ml oder was weiß ich, Runde, das jeder kann ich euch nachher noch zeigen. Und dann kann ich die Maschine rüsten. Der Vorteil, ich muss diese Befüllung, die Abfülleinheit, muss ich, weil es immer zentral ist, muss ich nicht rüsten. Ich kann hier das so belassen und kann im Endeffekt mit diesen Flaschen hier reinfahren und dann in dem Fall mit 8 Füllern gleichzeitig befüllen, immer an der gleichen Stelle. Wenn ich jetzt eine runde Flasche habe, dann muss ich die kompletten Schuhe austauschen. Ja, genau, dann werden die Schuhe ausgetauscht und dann kommen die anderen Schuhe rein und dann wird genau, dann wird die runde Flasche ganz genau. Wie viele verschiedene Formen habt ihr? Es ist fast für jede Größe, was wir so haben. Wir haben noch nicht alle, ich weiß nicht genau, so 10 ungefähr. Also weil wir haben ja, wir müssen ja bei den 57ern, ist ja egal, ob die Flasche rot transparent oder blau oder sonst was ist, das ist ja immer die gleiche Form. Ja, also 57er, wir haben es bei den 500 ml, 57er bei Classic, wir haben um die 10 oder was, aber das reicht dann nicht für das aus. Wir haben jetzt noch nicht alle, Linien umgestellt, werden aber jetzt nach und nach, die neueren Maschinen sind genau mit der Technik dann ausgestattet. Das ist das Neueste, was wir so haben. Also da wird auch mit Schuhen gearbeitet, die wird gerade gerüstet, darum läuft die nicht. Hier wie gesagt vom Schloss Enteiser kann man sich gut merken, weil man das Schloss sehr gut sieht. Da ist es am Wochenende Schlossfest. Also vom Schloss Enteiser bis zu maximal 1 Liter Profipolitur können wir hier verwirklichen. Immer die gleiche Technik, so wie drüben auch, nur dass wir hier noch nicht diesen Robby haben, sondern hier muss noch jemand mit der Hand draufstellen. So wie drüben, da sehen wir, das ist unser Felgenbiest. Hier für die Liter habe ich natürlich auch meinen Schuh. Das sind jetzt 6 Füller, aber von der Technik her genau das gleiche. Und dann wird hier in diese Industriegewinde gedrückt, gedreht, bis er hier einrastet. Das passiert hier drin. Ja, hier wird unser Trigger quasi, der wird jetzt nicht verschraubt, so wie andere alle machen, sondern wir haben da eine Technik, die im Endeffekt den quasi separiert. Dann wird abgestreift und dann läuft die einfach weiter. Der Abfüllprozess ist dann hier fertig. Abfüll und Verschließen ist hier fertig und wird dann hier quasi weitergegeben, so wie es früher war, immer auf diesen Transport. Dann wird dann hier, da ist ein Laser drin und dann wird hier der Tagescode eingebrannt. Wir brennen in die Flasche den Tagescode ein. Und mit diesem Tagescode, da kann ich euch sagen, wann der Rohstoff geliefert wurde, wer den Rohstoff eingelagert hat, wer den Rohstoff aufgelagert hat, wer den Rohstoff verwendet hat, wer ihn freigegeben hat, wer das Produkt gemacht hat, wer es abgefüllt hat und wer es dann und wann wir es
wie gesagt, ins Lager gebracht habe. Und das kann ich alles mit dieser Nummer sagen, ohne die Nummer kann ich gar nichts sagen. Etikettierung Vorderseite, Rückseite, genau so ist gut. Die Kollegin, die sitzt dann da dran und die sieht mit einem Blick, ob die Rückseitenetikett von der Positionierung passt. Und wenn die sieht, dass es irgendwas sich verändert, dann kann die sofort eingreifen. Wir haben Systeme, da sind Kameras dran und da läuft dann das raus oder bleibt die Maschine stehen. Nur wenn die Maschine stehen bleibt, habe ich eine Unterbrechung. Ja, und so greift die sofort ein und das ist immer effizienter. Es ist nicht immer alles so, wenn man alles so automatisiert. Manche Sachen bringen was, manche Sachen müssen wir wieder zurückrudern und sagen, Mensch, da ist der Mensch einfach das Wesentliche und da kann der auch sofort eingreifen und verändern, wenn was wäre. Danach läuft aber die Flasche in einen Kartonverpacker. Das heißt, es ist ein Wrapper, der quasi wird vorgefaltet. Das heißt, es kommen dann hier 6 Flaschen drauf, das sieht man dann hier. Dann kommen auf die Lasche, kommt Leim und dann macht er um die Flaschen herum, macht er dann den Karton zu. Und dann ist es verpackt. Das ist die schnellste Art, um ein Gebinde zu verpacken. Ja, das ist Wrap-System, das funktioniert wunderbar. Ja, das sieht man hier. Dann macht er hier noch einen Tagescode drauf, das heißt Außenetikett, wo dann draufsteht, wer es hergestellt hat, sind meistens wir. Und dann Artikelnummer und dann eben Verkehrbringer und vor Frostschützen zum Beispiel, solche Geschichten. Sind alle gewickelt worden, habe ich euch erzählt. Und dann werden die verladen auf diesen Shuttle. Das heißt, da passen 60 Paletten drauf, also 30 mal 2. Und die gehen dann in unser Lager, unser Versandlager. Das heißt, hier Herstellung, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, unten von dieser Waschanlagengeschichte, Großgebinde, Kanister und oben im zweiten Stock die Herstellung und Abfüllung der Kleingebinde, also alles, was so Felgenreinigung, was wir gerade gesehen haben, oder Klarsicht oder Shampoo-Sachen, sowas wird oben gemacht oder Polituren auch. Und dann kommt es hier raus, wird wie gesagt dann hier verladen, geht dann ins Lager. Und hier zeige ich euch jetzt dann, da gehen wir jetzt dann hin. Wir haben hier in der Halle, füllen wir auch Kanister ab. Die wird jetzt gerade gerüstet, aber ich wollte euch nur kurz erzählen, und zwar hier geht es wirklich um Menge. Da fahren wir in 8 Stunden so um die 4.500 Stück. Da geht es wirklich um Menge. Also wenn wir hier Winterbevorratung, das heißt Antifrost zum Beispiel, das sind so Sachen, da musst du wirklich dann auch das Lager voll haben, damit du dann auch wirklich die Kunden bedienen kannst. Also und die nehmen dann auch die Sachen ab. Und da musst du halt, wie gesagt, schon jetzt dann, wir sind ein bisschen antizyklisch. Das heißt, es geht erst dann irgendwo Ende Juli, Anfang August geht es so richtig los mit der Produktion der Winterware. Ja, so. Und das passiert auch ähnlich wie oben. Das hat jetzt nichts mit dieser halbautomatischen Ding zu tun, sondern es sind wirklich Vollautomaten, so wie oben auch. Das heißt, wir stellen leere Kanister drauf, die werden befüllt, werden automatisch verschlossen, werden automatisch etikettiert und werden dann automatisch verpackt und gehen dann automatisch auf die Palette. Das sind die Leute, die da, 2 Leute, die sind dann nur noch am Auffüllen und kontrollieren, dass die Anlagen laufen. Aber kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Aber was ich euch zeigen werde, ist da hinten. Das ist die Halle Gereute. Die Halle Gereute, die wurde 2014 in Betrieb genommen. Also wir haben zu der Zeit schon eine andere Philosophie verwirklicht. Das heißt, wir wurden, Altgebäude wurden weggerissen, 2012, 2013 wurde das gebaut und 2014 sind wir eingezogen. Diese Halle, das ist eigentlich eine Halle, die nur für Verpackungsmaterialien geschaffen wurde. Ja, dass wir alles am Ort haben, dass wir nicht mehr mit Außenetiketten arbeiten, mit Außenlager arbeiten müssen, also mit Außenlager, was total viel Zeit kostet und auch Energie, um diese Außenlager zu beschicken oder abzuholen. Nein, wir haben jetzt alles zentral hier am Ort
und können dann direkt darauf zugreifen. Alle Kartons, alle Gebinde, alles, was wir so brauchen, ist hier verwirklicht. Das heißt, wir haben 100 Meter Länge der Halle, 40 Meter Breite und 20 Meter Höhe. Dann haben wir noch unterkellert. Im Keller sind nochmal knapp 800.000 Liter Fassungsvermögen von Rohstoffen. Also das war auch wirklich hier alles, was wir hier brauchen, um auch zu wachsen. Alles, was wir hier brauchen, um auch hier eigentlich alles zu bedienen zu können, auch wirklich hier haben. Ja? Und die Halle Gereute, die ist benannt nach hier einem Flurstück, um einfach, dass man das hier auch benennt, was hier mal war, dass man da auch nicht alles so vergisst, was gerne halt passiert. Und darum heißt die so, wie hier das Flurstück war, also Gereute. Und ja, jetzt gehen wir mal kurz rein in die Halle. Das hier ist so ein Blocklager noch. Blocklager, so war es früher immer. Da war immer an der gleichen Stelle war das gleiche Gebinde, da war der gleiche Karton, immer an der gleichen Stelle. So was haben wir heute auch noch. Ja, sowas haben wir heute auch noch, aber es ist halt das, was man hier auch sieht, es ist oft verlorener Platz. Warum haben wir das noch? Weil wir hier eine unwahrscheinlich starke Drehung der Produkte haben. Das heißt, hier liefert der Lieferant fast täglich an. Und dann können wir hier natürlich ganz schnell reagieren. Drum haben wir das auch noch. Ja, Blocklager nennt sich sowas. Blocklager, ja, wird noch genutzt, aber das hier ist die Zukunft. Und zwar, das ist ein Hochregallager, chaotisches Lagersystem. Das heißt, wir können hier mit Kollege Computer die ganzen Stellplätze nutzen. Er sagt uns, wo was liegt und wir holen das raus. Wir müssen da mitfahren, das heißt, es ist ein Stapler, der 18 Meter in die Höhe geht und dann eben muss immer jemand mit und muss gucken, damit auch diese Waren, die da drin sind, auch wirklich auch mit quasi kommen, weil es wird halt gerne dann auch von den Lieferanten der Schieferturm von Pisa gebaut und dann ist es gut, wenn jemand mitfährt. Einfach um auch das zu sehen, was hier abgeht. Ja, da muss jemand mitfahren, aber wie gesagt, einscannen und dann fährt er dahin, wo das ist. Also das schon, genau. Und das ist auch die Abteilung, die einmal im Jahr müssen die sich abseilen. Also hier. da müssen die wirklich einmal im Jahr müssen die quasi das üben, wenn das System ausfallen würde, dass sie da auch runterkommen. Ja, also das ist so wirklich zum Beispiel. Und dann haben wir hier noch, kommt her, da haben wir zwei so Schränke. Die sind auch 18 Meter hoch. Das sind unser Etikettenlager, das sind Paternosterlager. Das sind dann quasi unsere Etiketten drin. Wir haben auch oben, ich habe jetzt oben nicht Ding, aber wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gesehen, das sind auch solche Schränke oben. Und das sind für 3 Tage die Etiketten drin. Wir haben so für 3 Tage Vorlauf. Die Etiketten, die kommen aus unserem Etiketten. Die kommen quasi von der Herstellung her, von unserer dritten Firma, von der Durodruck. Die machen die Etiketten und die kommen auf Rollen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier so bereitgestellt, das ist jetzt die Rückseite vom Felgenbiest. Das heißt, die Etiketten, die oben sind, die reichen jetzt gar nicht für den Block, den wir jetzt fahren. Die müssen jetzt den nächsten Block bereitstellen. Das heißt, die geben dann, hier ist so ein Panel, die geben dann Touchpanel, die geben dann die Nummer ein. Dann geht das Ding in Bewegung. Paternoster, die Schuber gehen rauf, runter, bis der Schuber an der richtigen Stelle steht, nämlich dahinter. Wenn dann dieses Etikett auf der Rückseite da ist, geht die Klappe hoch, wird Licht angemacht, fährt er diesen Schuber raus und dann hier ist ein Laser, der dann hinzeigt, wo die liegt. Weil das auch chaotisch gelagert ist. Das heißt, da liegt neben dem Felgenreiniger liegt das Moosöl und dann wieder eins weiter liegt der Glassicht. Also du hast virtuell ein Gefache, virtuell, aber kein reelles. Und du kannst nur mit eben dieser Anzeige dieses Teil wieder finden. Und das war eine sehr innovative Geschichte, als wir das hier eingeführt haben. Früher waren es nur so Regale und heute, wie gesagt, machen wir das so und das ist so effizient, wie wir jetzt sind, waren wir vorher nie. Ja, und es ist immer so eben solche Geschichten, wo man erstmal sich darauf einlassen muss und dann geht eigentlich der Punk erst so richtig ab. Das ist da gut. Die Neuburger Feuerwehr, die hat auch Zugang zu unserem Gelände. Die haben die Möglichkeit, wenn wir jetzt Alarm oder irgendwas auf, wir üben das oft,
ja, dass wirklich hier die Möglichkeit haben, da gibt es hinten ein Tor, da können die Freunde hier auch rein. Und das ist gut so. Ja? Und wir sind da immer auch überwacht und wir müssen auch mit denen zusammenarbeiten. Wir wollen, Sicherheit ist das Wichtigste. Und hier an der Wand, wenn man hier so runter geht, da sind auch noch so alte Werbeplakate. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz lustig.